Willkommen bei Bavmo. Schön, dass ihr da seid und wieder eingeschaltet habt. Wie einige von euch sicherlich mitbekommen haben, hat uns BMW vor einigen Monaten den BMW M3 Competition G80 für 2 Wochen zur Verfügung gestellt. Was wir von dem neuen M3 Competition halten und wie er sich schlagen konnte, erfahrt ihr in unserer Super Turismo Review, powered by autoteile-markt.de. Also Leute, los geht's! Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Augen auf, hier ist der neue Schönling in der Klasse der deutschen Powerlimousinen. Ja, beruhigt euch, alles gut. Schönheit liegt nur mal im Auge des Betrachters, das stimmt. Und man muss die Schönheit nur finden. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ja, auch wir von Bavmo standen der neuen Designsprache, der neuen M3 und M4 Modelle sehr skeptisch gegenüber. Diese riesigen Nieren sehen mittlerweile aus wie Lungen und passen so gar nicht mehr in das Bild eines traditionellen BMW-Liebhabers. Doch ich will euch mal von dem magischen Moment erzählen, als ich das Fahrzeug zum ersten Mal in echt vor mir sah. Das Fahrzeug wurde wie immer von einem Fahrdienst vor unser Büro geliefert und es war ein wunderbarer sonniger Tag. Und als ich so aus dem Fenster sah, um zu schauen, wo der Fahrer blieb, sah ich es. Dieses Isle of Man grüne Monstrum ließ in Schrittgeschwindigkeit in unsere Straße ein. Und als ich dann nach draußen ging, um das Fahrzeug entgegenzunehmen, sah ich mir die Front an. Und wisst ihr, was ich dachte? Ich dachte, ja, auf Fotos wirkt der Wagen extrem schlimm, aber in echt ist er vollkommen akzeptabel. Aber, und ich muss ehrlich zu euch sein, die Front gefällt mir bis heute nicht. Ich kann nichts damit anfangen. Aber der Rest des Fahrzeugs ist genau mein Ding. Die weit ausgestellten Radkästen, die Proportion, die Lackierung, die Anbauteile, dieses skulpturale Design sucht einfach seinesgleichen. Das ganze Design ist also sehr dreidimensional und spielt in Verbindung mit seiner Lackierung sehr stark mit seinen Licht- und Schattenkanten. Allgemein ist das Fahrzeug so dermaßen maskulin, dass man denkt, dass er mit hochkonzentriertem Testosteron betankt werden müsste. Allein die Spurweite von der Karre ist so dermaßen breit, dass feministische Fahrzeuge am liebsten eine Debatte über M-Spreading lostreten würden, wenn sie könnten. Die Formsprache des Fahrzeugs hat mich also mehr als überzeugt. Aber wie waren die ersten Tage mit dem Fahrzeug on road ohne Kamera und das zur Primetime des chaotischen Ruhrstadtverkehrs? Wir fahren jetzt die ersten Meter. Ich bin jetzt gerade im Road-Modus. Das ist sozusagen der Komfort-Modus, ja. Und der ist halt wirklich ultra, ultra angenehm. Wir haben hier ein sehr sportliches Fahrwerk. Es ist natürlich adaptiv, ist klar. Aber wir fahren jetzt hier gerade durch Duisburg, ja. Wir sind hier im Ruhrgebiet. Das heißt, Ruhrgebiet sowieso immer schlechte Straßen. Und man muss halt sagen, das Fahrzeug ist ultra bequem. Das bedeutet, das Fahrwerk und wie es arbeitet, ja, ist einfach sehr, sehr, sehr ausgewogen im Road-Modus. Ich meine, vielleicht sieht man das hier, man bewegt sich so leicht im Sitz. Das ist aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse, die wir haben. Und trotzdem fällt es nicht ins Gewicht. Denn oftmals hatte ich das Gefühl, bei etwas sportlicheren Fahrzeugen, die wir ja schon mal getestet haben, die haben zwar ein sportlich straffes Fahrwerk, aber es kann mit der Zeit anstrengend werden. Selbst in einem Komfortmodus oder so. Hier ist es definitiv nicht so. Ich bin jetzt die ganze Woche um 8:30 losgefahren. Meine Frau und ich haben unser Kind zur Tagesmutter gebracht und sind dann über Autobahn gefahren, hatten sehr viele Termine und sind halt wirklich jeden Tag stundenlang von Duisburg nach Essen, von Essen nach Mülheim, von Mülheim nach Düsseldorf und dann wieder zurück in den Duisburger Norden. Also wir sind die ganze Zeit on road gewesen und ja, was ich sagen kann ist, dass das Auto einen nicht auslaugt, denn das kann sehr schnell passieren bei sportlich ambitionierten Fahrzeugen. Hier ist es definitiv nicht so. Das Fahrzeug wird nicht anstrengend, es ist super. Und selbst im M-Modus, den ich jetzt hier anmache, weil wir jetzt auf die Autobahn fahren, ja, haben wir natürlich ein viel, viel heftigeres Feedback. Also das Feedback ist super. Sowohl Lenkung als auch Fahrwerk sind sehr, sehr direkt, geben alles direkt weiter. Man hat ein super, super cooles Gefühl. Ja, es ist straffer, ja, es ist sportlich, aber
Man kann gemütlich fahren. Selbst wenn man 200 fährt, hat man nicht das Gefühl, dass man 200 fährt. Ne? Also so ausgewogen ist das. Also selbst wenn wir das Fahrwerk auf die heftigste Stufe stellen, auf die sportlichste Stufe, haben wir hier noch einen Komfort. Das ist unglaublich. Und generell muss ich sagen, ich bin so begeistert von diesem Fahrzeug. Ich hätte nicht gedacht, ne, dass das nochmal so ein Level quasi überspringt. Das hat komplett ein Level übersprungen. Weil ihr müsst euch jetzt vorstellen, das Fahrzeug hat 510 PS als Competition-Variante und 650 Newtonmeter Drehmoment. Es ist wirklich unfassbar, wie genial dieser Wagen am Gas hängt und was für eine Power man direkt abrufen kann nach Bedarf. Und selbst wenn man nicht im M-Modus ist, jetzt habe ich zum Beispiel den M-Modus ausgemacht, der ist leise, der gleitet locker vor sich hin, wir fahren jetzt gerade hier 86 km/h, es ist so angenehm und ich kann mir auch vorstellen, dass man hier mit locker 400, 500 Kilometer fahren kann, ohne dass man irgendwie Probleme mit dem Rücken bekommt. Und wenn man will, kann man auch im Komfortmodus, beziehungsweise im Road-Modus, ich sage immer Komfortmodus, wenn man will, kann man auch im Road-Modus sofort die Leistung abrufen. Da macht man nämlich den hier. Ja, und dann ist man sofort da. Es ist unfassbar. Klar, es ist eine gewisse Latenz da, ne, die es zu überbrücken gilt. Aber sobald der Wagen dann am Gas hängt, schiebt das Ding nach vorne. Es ist unglaublich. Wie ihr merkt, sieht der M3 Competition nicht nur brutal aus, sondern er ist auch vollkommen brutal, was die Performance angeht. Der G80 hat definitiv ein Level übersprungen und bewegt sich performancetechnisch in einer ganz anderen Liga als alle M3 und M4 Fahrzeuge zuvor. Der Motor ist absolut souverän und vermittelt ein fantastisches Fahrerlebnis. Der Sound ist satt und hat eine eigene Charakteristik. Das Fahrwerk hat diesmal den perfekten Spagat zwischen komfortablem und sportlichem Fahren auf Anhieb geschafft. Und die Carbon-Keramikbremsen verzögern so gut, dass das Sicherheitsgefühl durchgängig gegeben ist. Zum Thema Getriebe. Und oh boy, das Getriebe, es ist einfach ein Gedicht. DKG und handgerissen war gestern. Die Sportsteptronic, die hier zum Einsatz kommt, ist vermutlich die beste Wandlerautomatik, die jemals in einem Fahrzeug verbaut wurde. Und ich stelle mir wirklich einfach nur noch die Frage, wie man dieses Getriebe jemals überbieten soll. Aber bei so viel Lob muss doch irgendwo der Haken sein. Dachten wir uns auch und nahmen andere Aspekte des Fahrzeugs genauestens unter die Lupe. Und wie immer haben wir den Anfang mit dem Interieur und der Verarbeitung gemacht. Kommen wir mal zu der Verarbeitung. Ich bin eigentlich ziemlich begeistert von der Verarbeitung, weil wir haben hier sehr viel Leder. Das ist sehr, sehr geil. Hier ist alles Leder, hier ist alles aus Leder, hier unten ist alles aus Leder, hier oben ist alles aus Leder. Der Schaltknopf ist aus Leder und hat sogar eine M-Prägung, was ich richtig, richtig geil finde. Die Verarbeitung des Leders ist super geil, also ist wirklich top verarbeitet. Die Nähte sitzen auch an sich so, die Materialanmutung, ja. Also alles, was jetzt zum Beispiel nicht aus Leder ist, ja, und aus Kunststoff oder Softtouch oder so, ist auch mega, mega mäßig hochwertig. Also es fühlt sich ultrawertig an. Ich habe wirklich das Gefühl, und das habe ich nicht oft, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich in einem Fahrzeug sitze der oberen Mittelklasse. So fühlt sich das einfach an. Ja? Man hat ein richtig dickes, schönes Lederlenkrad, klar, ist natürlich bei einem Premium-Fahrzeug Standard. Man hat richtig geile Ledersitze, man hat die Türtafeln aus Leder, sogar der Airbag, der ist mit Leder bezogen. Die Softtouch-Oberflächen zum Beispiel hier unten am Lenkrad, die sind geil. Und auch das Carbon-Paket, was wir haben, sieht auch sehr, sehr hochwertig aus. Eine Sache muss ich aber bemängeln, und zwar gibt es eine Einfassung, die kann echt ein bisschen problematisch sein, denn die blendet ultra krass in die Augen. Ich hatte mal die Situation, dass ich mal geparkt habe und die Sonne quasi drauf geknallt ist. Und das war ziemlich unangenehm, denn man konnte sich einfach nicht helfen. Also egal, wie man sich bewegt hat und wie man sich so hingesetzt hat. Also das hat einfach das ganze Sonnenlicht reflektiert und direkt ins Gesicht. Das ist ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Und auch bei der Fahrt ist mir das unangenehm aufgefallen, denn teilweise sieht man dadurch gar nicht mehr das Infotainment-System. Glücklicherweise hat man jetzt hier das Live-Cockpit, was da schon einiges anzeigen kann und viel vom Infotainment-System dann abnimmt sozusagen. Und dadurch kann man sich natürlich behelfen, aber wenn man zum Beispiel wirklich irgendwie eine Information haben will über das Infotainment-System, kann man wirklich Probleme haben, das abzulesen. Also auch mit Sonnenbrille, gerade mit der Sonnenbrille, sieht man halt weniger. Also das wäre wirklich nochmal so eine Sache, die ich dann BMW ans Herz legen würde, das nochmal ein bisschen zu überprüfen. Denn generell das ganze Cockpit ist so ein bisschen nach hinten geneigt. Ja? Bisschen weiter unten, ein bisschen nach hinten geneigt und natürlich auch zum Fahrer. Und dadurch zeigt alles auf einen sozusagen. Ja? Das kann natürlich ein bisschen
kritisch werden. Zu den Sitzen. Wir haben jetzt hier nicht die super genialen, ausgeschnittenen Super-M-Sitze drin. Wir haben die normalen M-Sitze drin und ich muss sagen, dass auch die Sitze die fühlen sich super geil an. Man kann die Seitenwagen verstellen, man hat eine Lordosen-Unterstützung und das Ganze ist halt hier elektrisch. Ist sehr, sehr angenehm. Und was ich noch bemerkt habe, ist, dass wir hier beheizte und belüftete Sitze haben. Falls ihr genau hinhört, hört mal hin. Hört man so ein kleines Rauschen? Das sind die Sitze. Die sind wahrzunehmen. Die sind nicht leise, man hört die. Ist aber nicht schlimm. Ist aber sehr angenehm eigentlich. Und jetzt kommen wir zu einem Feature. Und Leute, da muss ich wirklich sagen, ne, das ist eines der heftigsten Features, die ich jemals bei einem Fahrzeug erlebt habe. Also das ist schon wirklich Next Level. Du fühlst dich halt wirklich wie in der Zukunft dann dadurch. Ne? Es geht nämlich um BMW Digital Key. Was ist Digital Key? Wir haben hier schon den Schlüssel gerade gesehen, ja, diesen digitalen Schlüssel mit dem Display drauf, wo man halt gucken kann, dass, wie viel Reichweite man hat, ob das Fahrzeug abgeschlossen ist, ob die Alarmanlage aktiv ist und so weiter und so fort, wie der Ölstand ist und so weiter und so fort. Ja, dass man das alles lesen kann, auch mit der App. Aber BMW Digital Key bietet euch die Möglichkeit, dass ihr euren Fahrzeugschlüssel digital auf eurem iPhone hinterlegen könnt. Das bedeutet, ihr braucht diesen Schlüssel hier, diesen Schlüssel oder auch jeglichen anderen Schlüssel braucht ihr eigentlich gar nicht mehr, wenn ihr euer Handy dabei habt. Und wichtig ist, ihr müsst ein iPhone haben, das funktioniert momentan nur mit iPhones. Ja? Ihr geht hin und sagt, okay, ich programmiere jetzt den Schlüssel von diesem Fahrzeug in mein iPhone ein. Dann wird dieser Schlüssel quasi in das iPhone eingepflegt und ihr habt euren Autoschlüssel immer dabei. Das bedeutet, ihr geht einfach zum Auto, nehmt euer Handy raus, haltet das ans Fahrzeug und wupp, wird es aufgeschlossen. Mega geniale Sache. Aber jetzt kommt's. Das ist ja schon mega cool, ne? Aber das Heftigste ist einfach, wenn ihr zum Beispiel bei einem Kumpel wart, ihr habt ein bisschen was über den Durst getrunken und habt so ein bisschen Promille intus, okay, ihr könnt also kein Auto mehr fahren und ihr lasst das Auto stehen, ja? Dann könnt ihr rein theoretisch, auch wenn ihr am nächsten Morgen immer nur so ein bisschen intus habt, dann könnt ihr am nächsten Morgen sagen, okay, komm, weißt du was? Ich sag meinem Kollegen, der soll mal mein Auto zurückbringen. Dann könnt ihr euren Schlüssel, wenn euer Kumpel dann oder eure Freundin oder euer Freund dann ein iPhone hat, dann könnt ihr diesen Schlüssel digital rübersenden auf sein iPhone oder auf ihr iPhone, ja, und dann können die mit dem Auto fahren. Und jetzt kommt's. Und ihr könnt sogar die Einstellung vornehmen, dass die nur bestimmte Leistungen haben dürfen, zum Beispiel nur, weiß ich nicht, 50% der Leistung oder dass sie zum Beispiel nicht 120 überschreiten dürfen oder dass die Traktionskontrolle nicht ausschalten können. Also das ist unfassbar. Ihr könnt also euren Schlüssel, euren Autoschlüssel weiterschicken an jemanden, ja, temporär oder auch für längere Zeit, ist egal, ne? Je nachdem wie ihr wollt, und könnt dann für diesen Fahrer, ja, bestimmte Parameter vornehmen und bestimmte Sachen festlegen. Ihr sagt, er darf nicht schneller als 120 fahren und er darf nicht schneller als 120 fahren. Ihr sagt, er darf nur 50% der Leistung haben, das Ding gibt nur 50% der Leistung ab. Und das ist halt wirklich eine sehr, sehr coole Sache, denn wenn man jetzt zum Beispiel ein Familienvater ist, ja, so Mitte 40er, Anfang 50er, man hat einen Sohn, der jetzt gerade den Führerschein gemacht hat, kann man dem sozusagen den Wagen auch aushändigen, ja, und kann dann mittels Digital Key dann festlegen, dass er halt wirklich nur eine bestimmte km/h fahren darf und dass er Sachen nicht ausschalten darf und dass er bestimmte Geschwindigkeit nicht überschreiten darf. Und das ist halt wirklich eine sehr, 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 sehr geniale Sache. Und ich wünsche mir das auch für Android-Handys, aber ich denke, das wird ein bisschen schwierig sein aufgrund von Sicherheitslücken, die doch sehr oft bei Android-Handys entstehen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja da noch eine Möglichkeit, das Ganze dann irgendwie doch auf Android zu bringen. Denn ich habe ein iPhone, alles gut. Ne? Also ich kann auch jederzeit auf zwei iPhone-Geräte von mir zurückgreifen. Und dementsprechend ist es jetzt kein Problem. Aber Leute, die jetzt vielleicht nur ein Android-Handy haben und sich dieses Feature wünschen, die müssen dann auf ein iPhone-Gerät gehen oder sich damit abfinden, dass das Feature für sie nicht verfügbar ist. Ja, aber an sich, wie gesagt, eine super coole Sache, eine super geniale Sache. Ihr habt die Kontrolle über alles quasi und könnt dann halt über euer Fahrzeug wachen, selbst wenn ihr es mal dann sozusagen in andere Hände gibt. Ja, mittlerweile ist auch BMW voll und ganz in der digitalen Welt angekommen. Die Features, die mit BMW Digital Key einhergehen, lassen uns erahnen, was in Zukunft vermutlich alles möglich sein wird. Aber wie verlässlich ist das Infotainment-System, wenn so viele neue Features und Funktionen hinzugefügt wurden? Gibt es ein paar Punkte, die nicht so gut funktionieren?
Zum Infotainment-System, was soll man dazu groß sagen? An sich ist BMW im Bereich Infotainment ja sehr, sehr gut. Ja? Und auch sonst ist hier eigentlich auch nichts auszusetzen. Wir haben halt hier und da so ein paar kleine Problemchen gehabt mit Android-Handys bei der Verbindung mit Spotify und der Audioübertragung von Spotify. Denn manchmal gibt es dann so Probleme wie hier. Das war jetzt auf jeden Fall ein Problem, was ich hatte. Es kann sein, dass es eine Sache ist, die jetzt nur einmalig auftaucht. Vielleicht ist das nicht ganz kompatibel mit der Version, obwohl ich eigentlich ein ziemlich aktuelles Handy habe. Also aktueller geht es eigentlich gar nicht. Aber ich hatte jetzt hier diese zwei kleinen Probleme. Und was auch noch oft vorkommt, ist zum Beispiel, dass der Wagen einfach so, der hat zwar hier eine Gestiksteuerung, die ist auch super, die reagiert nicht immer. Es kann aber auch sein, dass man halt sich ein bisschen blöd anstellt. Ja, der macht das jetzt nicht, ne? Ja, also man kann hier halt wirklich mit den Gesten vor und zurück lauter und leiser. Man hat aber noch zum Beispiel noch eine Geste und das wäre die hier. Das Ganze wird dann natürlich akustisch quittiert. Da wird gesagt, okay, hier wird ein Menü aufgerufen. Dieses Menü ist das M-Menü, ja? Und das Ding ist halt, mir ist halt aufgefallen, dass dieses Menü sich einfach so öffnet teilweise, obwohl man gar nichts macht. Man sitzt dann zum Beispiel einfach so ganz ruhig hier und auf einmal hat man dann das Problem. Wie jetzt zum Beispiel, ne? ihr habt es gesehen, ich hab nur mein Handy hochgehalten. Ich bin gar nicht in der Nähe von dem Abtaster und trotzdem registriert er etwas. Ja? Das ist so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ja, das ist mir halt aufgefallen, dass es halt hier und da irgendwelche Gestiken quittiert oder wahrnimmt, die einfach nicht da sind. Ja? Aber an sich ist das Ganze hier wirklich super geil gelöst mit den Gestiksteuerungen. Zum Beispiel, wie gesagt, mit dem Lauter und Leiser. Das heißt, wenn man dann zum Beispiel irgendwie gerade fährt und man hat jetzt nicht Bock, hier mit dem rechten Arm hier die ganze Zeit auf Leise zu drücken oder hier zu drehen, macht man einfach den hier oder man macht den hier und dann ist lauter oder auch leiser. Ist halt richtig cool gelöst. Alles in allem ist das Infotainment-System wieder einmal sehr gut gelungen. Die Auflösung, Farben und Kontraste der Bildschirme, das User-Interface, die Verbindung mit den Fahrassistenzsystemen, die Funktionsvielfalt für Audioinhalte, die 3D-Ansicht vom Fahrzeug und die permanente Internetkonnektivität durch BMW Connected Drive bieten einen sehr guten Mehrwert für den Fahrer. Der neue BMW M3 Competition hat abgeliefert. Ja, die Front ist nach wie vor ein Punkt, bei dem sich die Geister scheiden. Aber was das Fahrzeug an Performance, Fahrspaß und Alltagstauglichkeit bietet, lässt die Optik ganz schnell zur Nebensache werden. Der M3 möchte einzigartig sein und möchte mit seiner Optik aus der Masse hervorstechen. Er will bewusst emotional auftreten und sich von Alfa, Audi, Benz und Co. deutlich abheben. Einerseits ist das etwas verwirrend für traditionelle BMW-Fahrer, andererseits muss man aber BMW für die Entscheidung loben, hier einen ganz anderen Weg für den M3 und M4 eingeschlagen zu haben. Denn die Fahrzeuge sehen nun einmal ganz anders aus als die aktuellen BMW-Modelle und damit gibt es keinen Einheitsbrei und kein gediegenes Markengesicht, sondern straight geradeaus mit den Nieren durch die Wand. Abgesehen von der Optik macht der M3 Competition alles richtig. Es ist ein Auto für Fahrer. Man kann mit diesem Fahrzeug am Wochenende auf den Ring und durchdrehen und in der Woche ganz entspannt seinem Alltag nachgehen. Eine eierlegende Wollmilchsau. Ein Auto für die Strecke, ein Auto für die Straße, ein Auto für echte Fahrer.